Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4. Heute ist Freitag, nicht nur bei den Sims, sondern auch bei uns. Und morgen ist Wochenende. Genau. Und ja, was kann man so am Wochenende machen? Genau, zocken oder Gitarre spielen. Ja, ich habe ja den anderen Sims, oder? Auch so Hobbys und also viele, die ich öfter spiele oder die vielleicht eine größere Rolle spielen könnten bei die Sims 4, bei unserem Let's Play. Und ja, es ist sehr spannend, nicht? Ja, was ist mir aufgefallen? Also ich kann ja mal da rein, hier reingehen, in erstelle ein Sim. Dann sind wir doch mal da. Und genau, Lava, nehmen wir step jetzt in mal zum Roy. Beispiel Zoe. Also die Farben halt so. Gelb natürlich mag sie. Ja, wir können Pink auch sagen. Pink auch mag sie auch jetzt. Agenor, Und ja, dann kann man ja Farbe Roy. auswählen. Musikgenre ist ja ziemlich spannend. Und Aktivitäten. Was ist mir da so aufgefallen? Zum Beispiel gibt es die Aktivität Bowlen. Ja, die kann man ja als Vorliebe haben. Oder Angeln. Oder Klettern. Oder Medienproduktion. Oder Mixen. Oder Raumfahrttechnik. Aber was es komischerweise nicht gibt, was ein normales Hobby ist, zum Beispiel Schachspielen oder Lesen. Ich habe keine Ahnung, warum es das nicht gibt, aber Mixen, Raumfahrttechnik, Robotik. Unfug. Okay, Unfug geht auch. Oder Wellness. Oder Medienproduktion, Klettern. Ja, okay, das kann man. Oder forschen und debattieren. Also das ist so unnötig. Oder DJ-Mixen. Aber das kann man auch als Hobby machen. Aber lesen und Schachspielen und keine Ahnung. Wir singen ist auch ein Hobby. Kann man auch wählen. Aber das verstehe ich nicht. Also das sind so Entscheidungen, die Sims getroffen, also die Sims-Entwickler getroffen haben, die ich nicht nachvollziehen kann. Wahrscheinlich darf ich sie auch nicht nachvollziehen, keine Ahnung, I don't know. Und was mir ein neuer Bug aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber kann ich euch gleich zeigen. Ja, um die Hobbys und Lieblingsfarbe und Lieblingsmusik eines anderen Sims zu erfahren, warum dauert der Ladescreen so lang, können wir ja ins Profil gehen. Und was kriegen wir da? Es wird nichts angezeigt, aber man kriegt die Musik von Kauf- und Baumodus. Wie wird man das los? Man geht einfach zum Baumodus und wieder in den Live-Modus. So wird man das los. Und ich glaube, die Trockner scheinen verbuggt zu sein. Ich habe das vierte Mal, dass ich trockne. Also jetzt kann ich es auch nicht zeigen, aber es steht immer noch feucht. Und da steht immer Wäsche trocknen, obwohl es schon dreimal getrocknet wurde. Also ja, cool. Naja. Jacquin muss bald in die Arbeit. Zoe hat heute frei. Sie kann ein bisschen trainieren. Die Kinder sind noch in der Schule. So, weil ich im Kauf- und Baumodus war. Ja. Warum ist er nicht in der Schule? Das könnten sie auch so patchen, dass die in der Arbeit sein sollen oder in der Schule, wie diese zwei Kinder, dass die halt nicht in der Stadt rumlaufen. Naja, egal. Ist ja die Sims 4. Oh Gott. Ich liebe es, mich dabei anzuschauen, wenn ich trainiere. Wird auch noch Erziehung auf Level 10 bekommen. Aufspulen könnte man auch ein bisschen skillen. Vielleicht gibt es ein Buch dazu. Oh, das geht nicht. Also das ist okay. Können wir noch lernen? Ja, Schauspielen. Weiß nicht, warum sie Schauspielen so weit hat. Ja. Ja. Können wir die vielleicht Charisma das auch noch verbessern? Bei Jacques. Ja, was mich auch oder dämlich ist, gestern war Dankfest, oder wie das heißt. Und es ist traurig, wenn sie ihre Aufgaben nicht erfüllen. Das ist irgendwie unrealistisch. Brennen. Schade, dass man das nicht wegwerfen kann. Da ist doch ein Mülleimer. Aber hey, die Sims 4. Ja, gut. Also. Sie ist halt ein Tollpatsch, deshalb fällt sie ja halt noch um. Also hin. Lebensstile, ja.
Okay. Ist dann noch liebeshungrig. Okay. Ja, kann man finden, wie man möchte, ja. Und natürlich, es vergisst halt wieder viele Sims. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wen sie alles kannte, aber es kannte auf jeden Fall mehr als nur diese Leute. Diese Sims, ja. Ach, jetzt fühle ich mich wieder gestärkt. Hm. So, aufsprühen brauchst du jetzt nicht, weil wir haben ja genug. Du kannst dir ja ein Erfrischungsgetränk, das du selber gemacht hast, holen. Öffnen. Dann nimmst du dir Karibiktraum, darauf hast du jetzt Lust. Genau, du übst noch, damit deine Gitarrefähigkeit auf 9 kommt. Muss die Klavierfähigkeit, ja, können wir dann auch üben. Die Jamix muss es nicht unbedingt sein. Ja, du musst noch ein bisschen das Singen, könntest du auch mal üben. Egal. Auf die Schule wieder, oder? Ach, das ist so nervig. Glück hat verbotene Wertebindung, bla bla bla. Mein Gott. Ja, so, zack. Nervst halt rum. Achso, ja, stimmt. Ach, hast du es leer getrunken? Ja, dann Wirsack. Aurora. Ich weiß nicht, warum die in der Schule Müll leeren. Wasser holen, gell? Nein. Das Wasser nehmen? Nein, auf keinen Fall. Der schläft noch. Ja, dann lassen wir ihn noch schlafen. Ja, Jacques muss gleich in die Arbeit. In 2 Stunden. Was könntest du denn machen? Jacques. Ja, wenn du in die Arbeit musst. Der Garten ist natürlich wieder verbugt, verkäfert. Ist ja die Sims 4. Ich weiß gar nicht, für was für Fehler die eigentlich gefixt haben sollen. Wollen, tun, haben. Ja, also, ich habe die automatische Halterung wieder angemacht. So langsam sollte zumindest Tristan zu einem Kind werden. Rico können wir noch ein bisschen als Kind lassen. Die beiden sollen auch langsam mal junge Erwachsene werden. Und dann, genau, sollten die mal studieren. Also die sollten sich mal um ein Stipendium kümmern. Warum legst du es nicht einfach ins Inventar? Ja, du könntest ja für uns was singen. Ein Popsong. Sich was? Das wollte ich eigentlich nicht auswählen. Popsong. Tomorrow, today. Komm, spiel für uns. Aber nicht im Bad. Dankeschön. Aber ja, freilich, ich spiele für euch ein Lied. Ich liebe diese Büchse. Oh, jetzt singt er schon wieder. Eigentlich kann er ganz gut singen, aber... ja. Oh, la 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 la. Also, er hat hier nachgeschaut. Der Perverse! Spaß. La, oh, ich liebe das Leben. C'est la vie. Aki, raki, bo. La 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 la. Oh, hallo Schatz. Oh, du schläfst so süß. Und wie sieht's aus? Ja, es ist immer noch feucht. Ich kann's ja Wäsche trocknen. Also irgendwie will das nicht trocken werden. Jetzt ist er aufgewacht. Ja. Schau mal, wie seine Fähigkeiten sind. Achso, Fantasie und Denken. Ja. Wie was meine Mama macht. Also, ich weiß nicht. Oh, was ist das? No. Ach, stimmt. Der Mann kann ja nicht zugreifen. Ach, seufz. Ich liebe dieses Spiel. So, du gehst jetzt deine Mami nerven und indem du ihr sagst, du hast Hunger. Geschichten erzählen? Nein. Hilfe um Essenbitäten. Und du hast ja verstimmterweise ein Glas Wasser genommen. Das wollten die auch fixen. Aber Hauptsache, du lässt das Gitarre einfach hier rumliegen. Ja, cool. Den könntest du schon, aber egal. Du kannst es auch aufräumen. Seufz. Ja, gut. Dann
Na gut, dann gebe ich dir was zu essen. Ich könnte dich eigentlich stillen, aber ich glaube nicht. Ach ja, ich liebe meine Kinder. Ich liebe mein Leben. Oh, guten Morgen, Schatz. Es ist mittags. Oh, man wird doch wohl noch guten Morgen sagen. Warum gibst du uns ja so Erbsen? Erbsen sind gesund. Ja, bibibidi papidipu. Was? So, du könntest ja noch Charisma lernen, oder? Oh, ne, aufsprudeln nicht. Ich könnte ja mal nachschauen, ob es Aufsprudelbücher gibt. Dafür geht man einfach hier hin und man geht Bücher kaufen. Dann geht man einfach auf Fähigkeiten, Aufsprudeln, Angeln, Archäologie, Backen. Also es gibt keine Bücher. Na toll. Aber für Archäologie, ja, super. Ja, was können wir denn machen? Ja, gut, wir haben hier noch den kleinen Pups. Den werden wir dann am Wochenende zum Kind entwickeln lassen. Und ja, und was machst du? Du lässt das bitte einfach da. Du musst das nicht antatschen. Du kannst ja mit deiner Frau rumzüngeln. Bist ja Franzose. Also erstmal flirten. Oh, hola, Mademoiselle. Du hast eine Rose als Gesicht. Oh, danke schön. Du hast, naja, das möchte ich jetzt nicht vor unserem Sohn sagen, aber es dreht sich um deinen Penis. Aber Scheiße, du hast es jetzt vor unserem Sohn gesagt. Du Rose. Ich muss ihn ja aber tschüss. Okay. Hi, was darfst du nicht sagen, Schatz? Aber du hast es doch gesagt. Gar nicht wahr. Du hast es gesagt. Aber, warum? Warum haben wir keine Staubsauger hier? Weil das verrückt ist. Oh, du bist so dumm. Aber, hi. Gar nichts, das heißt gar nichts. Du darfst gerne deine Gefühle verdrängen. So, das ist vollkommen normal. Ein Schnuppi-Pupsi. Ach, geht ja gar nicht. Stimmt. Mama, in mir raus, in mir raus, mal normal. Aber, wie heißt du nochmal? Tristan, hör auf. Lass dich jetzt erstmal raus hier. Ein prickelndes Gefühl. Der Sprudel zeigt langsam seine Wirkung. Cool, Antonio. Du kannst den schon, aber egal. Ja. Ich lass dich erstmal raus aus deinem Gefängnis. Ja, mach mich auf und du kannst ja machen, was du willst. Oh, und die Schule ist aus. Wir gehen aus. Rabimmel, bum. So, Schnucki Hasi, Pupsi. Du kümmerst dich jetzt um einen. Stipendium. So, wie macht man das? Universität, Stipendien, für Stipendium bewerben. Infopaket des Schulberater ansehen. Wir können ja das da mal machen. Ja, danke schön. Ohne Ah, ist der Trockner auch noch kaputt? Wer ruft denn an? Nein. So, du bleibst ja noch in Kindern, kannst du deine Hausaufgaben machen, mit links erledigen. Und du, ich denke, du bleibst noch, ich weiß es noch nicht. Bei dir weiß ich es noch nicht. Schauen wir mal wegen dem Stipendium. Was hast du da gemacht? Ich würde es verstehen, wenn sie hungrig wäre, aber sie ist ja nicht hungrig. So, ach so, ich dachte, du gehst kacken. Dann geh mal kacken hier. Ja, so hier, so kacken. Ich liebe es, wenn die Tauben so machen. Ist auch? Ich hasse Tauben. Na los, du hast Spaß. Ja.
Findest dich ja auch um ein Stipendium. Also du willst ja Künstler werden, aber du willst trotzdem studieren. Ja, du willst Kunstgeschichte oder was es auch mal gibt, studieren. Wir haben nur einen Laptop. Ja, also. Also das muss dann Sophia machen. Was könntest du machen? Du könntest ja. Ja, irgendwas anschauen. Du könntest, schaust dir einfach Kanal schauen. Comedy-Kanal, nicht? Oh. Keine deiner Stipendien. Spezialstipendien. Sind es, die zu Spezialabschlussprogrammen zugelassen wurden, erhalten automatisch Stipendien, deren Höhe von der Anzahl Zulassungen zu Sozialabschlüssen und bla bla bla. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann würde ich sagen, könntest du dich um ein Stipendium bewerben? Bewerben. Und dann machst du irgendwas, was Spaß macht. Für Stipendium bewerben. Sport, Aufbau der Zukunft, Essen und Trinken, Velokrieg, Stipendium. Wenn du Krieg wohnen, können sich für ein Stipendium bewerben. Es ist nicht für Erwachsene oder Senioren verfügbar. Sims können sich für Stipendium bewerben, sie müssen einem Fußballteam angehören. Aha, um das Stipendium zu behalten. Sims und mit Fähigkeit auf den Gebieten Geschicklichkeit oder Raumfahrttechnik können sich für dieses Stipendium bewerben. Sims mit kulinarischen Fähigkeiten können sich für dieses Stipendium bewerben. Aber, warum gibt es, also sie ist ja auch, glaube ich, gut mit den Logikfähigkeiten. Ich will ja, dass sie Tierärztin wird. Man kann das jetzt nicht so studieren, weil du kannst einfach so Tierarzt werden. Aber da müsste sie, glaube ich, Biologie studieren, weil das macht mehr Sinn und das passt irgendwie nicht. Dann würde ich, glaube ich, sagen, dann bewirbt sie sich einfach für Willow Creek. So. Wie weit ist denn ihre Logikfähigkeit? Hallo? Das ist, glaube ich, besser als ihre Geschicklichkeit. Aber hey, cool. Du könntest ja einfach mal zocken, oder? Oder magst du zocken nicht? Hobbys. Malerei und Unfug. So, Unfug magst du nicht. Fotografie, Kochen, Geschicklichkeit, Kochen, Geschicklichkeit, Kochen. Wie sieht es denn mit deiner Kochfähigkeit aus? Kochen. Oh, das ist ja auch weit. Na ja, zock einfach. Ja, Spielen, Sims Clinch. Klingt gut. Und dann kümmerst du dich um ein Stipendium. Kannst du es auch auf deinem Smartphone machen, ne? Telefonstreich spielen, muss jetzt nicht unbedingt sein. Unterhaltung. Das da. Das da. Nein, geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Wer ist das? Nein. Da musst du es auf einem Computer oder Laptop machen. Ja, jetzt kümmern wir uns langsam um Stipendien. Was hast du gemacht? Also deine Hausaufgaben. Du musst ja nicht deine. Orange, gelb, blau, braun, pink, grün. Ist eine Abneigung. Ja, gut, nicht? Oh, doppelt gebucht. Oh, Herr Schocki stellt fest, dass er sowohl für einen Auftritt bei der Privatparty einer aufstrebenden Berühmtheit als auch bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung zur Bekämpfung des Hungers in armen Regionen gebucht ist. Der gute Zweck würde ihm ihn in ein gutes Licht rücken. Andererseits ist die Berühmte für ihr Temperament bekannt und ihre wilden Partys. Es ist zwar nicht der glanzvollste Auftritt, aber Jockey hat das Gefühl, die richtige Wahl getroffen zu haben. Den Sims gefällt die Musik und für den guten Zweck kommt eine anständige Summe zusammen. Nice. So, dann. Du hast gerade Pipi gemacht. Das ist sehr schön. Und da würde ich sagen, die Folge ist jetzt zu Ende. Falls euch die Folge gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben.
Ihr dürft auch gerne abonnieren und das nächste Mal wieder einschalten. Ich verspreche nichts, wann die nächste Folge wieder kommt. Ich meine, ich habe zuletzt, glaube ich, am Montag oder Dienstag eine Folge rausgehauen. Jetzt wieder nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffentlich bis bald. Ciao und ihr dürft mich gerne auf Twitch followen. Genau, das auch. Ciao.